Hallo, da bin ich wieder mit dem nächsten Video. Ich wollte ja aus einem von diesen Lux Paper Blocks, wollte ich ja noch eine Karte machen für das Patenkind von meinem Mann. Das mache ich jetzt auch. Ich habe mir diesen hier ausgesucht. Den lege ich aber jetzt auf Seite, weil ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Papiere habe ich mir die zwei hier ausgesucht. Das Blau und dieses Orange. Das Blau. Dann habe ich aus dem blauen Papier so einen Kreis ausgestanzt. Das ist eine Action-Stanze. Habe den mit dieser hier geprägt. Finde ich auch richtig schön. Habe das dann hier unten reingelegt, weil das Kästchen, das brauchte ich nicht. Dann habe ich mir zweimal so Bordieren ausgestanzt. Das ist auch von der Action-Stanze. Das habe ich schon vorbereitet. Dann habe ich mir so ein Stickgarn, ist das glaube ich. Das habe ich von einer Kollegin bekommen. Die hat ausgemistet. Einen kleinen blauen Knopf. Und die beiden Cutouts. Also die Die Cuts heißen die, glaube ich. Die habe ich auch noch ausgesucht. Hier steht Happy Birthday drauf. So, das brauchen wir auch nicht mehr. Ja, jetzt fange ich mal an, dieses Papier hier zurechtzuschneiden. Na, hier muss ich mir ein bisschen was abschneiden. Weil hier ist der Leim noch dran, hier oben. Und das möchte ich nicht auf der Karte haben. So. So. Jetzt mache ich das eigentlich, wie ich es immer mache. Ich lege mir das hier so auf und zeichne mir an, wo ich das schneiden möchte. Und schneide. So. Ja, das klebe ich dann hier drauf. Das ist der Untergrund. Da brauche ich doppelseitiges Klebeband. Ja, ich habe mal gedacht, ich benutze mal die Stanzen und mal so ein Prägefolder, weil die habe ich auch noch gar nicht getestet. Jetzt lege ich mir das hier so an. Ja, so ist gut. So, das ist dann schon mal der erste Schritt. Das hätte ich, nee, das kommt nach innen. Das hätte ich jetzt gerne so auf der Karte. So, Entschuldigung. Ich glaube, das klebe ich flach auf. Das mache ich auch wieder mit doppelseitigem Klebeband. Ich gehe hier mal was drüber, das kann ich schon abschneiden. Damit auch so ein bisschen wirklich am Rand was Klebeband ist.
So. So, das möchte ich hier hin haben. Das kommt hier unten hin. Das klebe ich jetzt mit Abstandspads fest, obwohl ich nehme hier dieses Tape, das ist ja auch aus dem Action. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, die ganzen kleinen Pads hier so. Ups. So, das soll hier so hin. Und das kommt hier hin. Das muss ich mir jetzt auch zurechtschneiden. Ja. Ja, ist ein bisschen breiter, aber das ist nicht schlimm. Ja, hier möchte ich jetzt das Band drum wickeln. Ich überlege jetzt, wie ich das mache. Ich das mit Tesa festklebe. Ich glaube, das mache ich auch. Erstmal. So. Ich hoffe, ihr seht, was ich hier mache. Aber das mache ich jetzt nur, um das erstmal zu fixieren, damit ich... Ja, das ist dann einfach leichter. So. Ja, das wickel ich jetzt hier so dreimal drum. Ja, man sollte es auch nicht so fest machen, wie ich es jetzt mache. Vor allen Dingen möchte ich das ein bisschen auseinanderziehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen Fummel. Und irgendwie will das nicht so, wie ich will. Das machen wir gleich noch. So. Ja, das Tesa-Band nehme ich eigentlich nur, um die Enden ein bisschen zu fixieren. Ja, so ist es doch gut. So, jetzt möchte ich eine Schleife haben aus dem Band. Und ich hätte gerne doppelte. Ich lege mir die jetzt so doppelt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also so doppelt. Und mache mir einfach eine Schleife. Die mache ich jetzt natürlich noch was kleiner, weil die ist mir jetzt zu groß. So.
ich mal, wie das aussieht. Ich schneide mir das hier ab. So. Ich glaube, da möchte ich jetzt einen Glue-Dot für haben. Ihr könnt das aber jetzt auch mit Flüssigkleber oder so, aber das geht jetzt halt einfach schneller. Die soll hier hin. Na. Jetzt kommt das Knöpfchen, das ich jetzt verbummelt habe. Ah, da ist es. Das möchte ich nämlich hier reinhaben. Aber ich glaube, das mache ich zum Schluss. Ich glaube, ich klebe das jetzt erstmal auf. Mit. Ja, jetzt muss ich doch die Abstandspads nehmen. So. Und unten auch. Nicht. Ihr könnt auch anstatt dieses Stickgarn oder wie das jetzt heißt, dieses Baker's Twine oder so nehmen aus dem Action. Das sähe vielleicht auch ein bisschen schöner sogar aus. Aber ich fand, das passte jetzt so. Dieses Blaue. So. Das mache ich jetzt hier fest. So. Und jetzt kommt der Knopf. Ich überlege, ob ich den auch mit Abstandspads drauf mache. Ich glaube schon. Da mache ich nämlich so weit, wie es geht, unten. Wo ich glaube, ich teile mir ein Abstandspad. Das ist mir sonst zu. So. Einmal hier. Und einmal da. Und klebt den hier drauf. So. Und fertig ist die Karte. Ah ne, innen wollte ich auch dekorieren. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Dafür habe ich ja das hier noch. Da muss ich mir jetzt auch das Teil hier ein bisschen zurechtschneiden. Weil innen packe ich Geld rein, der bekommt zwar auch was zum Spielen, aber halt nur eine Kleinigkeit und dann kann er sich dann selber holen, was er gerne hätte. Die haben auch, ich glaube, in einem Spielzeugladen so eine Box, kann man ja mittlerweile machen, aber da die 100 Kilometer von uns entfernt wohnen, fahren wir da jetzt auch nicht mal eben hin. Und deswegen bekommt er dann Geld, dann kann er sich selber da was aussuchen.
Weil das bringt ja dann auch nichts. Und ich hatte irgendwann mal im Action dieses Seifenblasenset gekauft. Das habe ich auch in einem Haul, glaube ich, gezeigt. Und das bekommt er dann auch. Also, dass er wenigstens was zum Spielen hat. Weil nur Geld für so ein Kind finde ich auch doof. Also, ich fand das als Kind doof. Klatsche ich mir die Rest hier einfach drauf, so. Ist das jetzt überhaupt gerade? So. Und der kommt hier drauf. Und den lasse ich dann an der Seite offen. Oder soll ich den in die Mitte machen? Dann kann man das Geld dahinter stecken. Ja, so mache ich das. Dann ist die nämlich auch von innen schön. Und hier schreiben wir was rein. So. Entschuldigung. Ja, und jetzt ist die Karte wirklich fertig. Ja, die wollte ich euch ja noch gezeigt haben. Somit habe ich mit dem Luxusblock auch schon gebastelt und ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde auch diese doppelte Schleife schön. Ich glaube, da muss ich aber noch ein bisschen abschneiden. Das ist noch ein bisschen lang. So. Und das finde ich auch schön. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, die Karte gefällt euch. Und ich sage dann mal einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.